Herzlich willkommen zum Lacktausch. Einmal vorab für alle, die hoffen, hier Neuigkeiten über den Lizenzierungsprozess der DD Plus zu erfahren. Da muss ich euch leider enttäuschen. In diesem Video wird dahingehend überhaupt kein Mehrwert geboten. Ich möchte hier lediglich ein paar Punkte aus dem vorherigen Video gerade rücken und ein paar grundsätzliche Dinge erläutern, auch mich persönlich und meine Haltung betreffend. Wen das nicht interessiert, der kann seine Zeit jetzt also anderen, nützlicheren Dingen widmen. Jetzt aber zu denen, die trotzdem dabei bleiben. Im letzten Video bin ich über diesen einen Satz in der Mail von Fanatec gestolpert, wie ihr vielleicht wisst. Und das mag auch daran liegen, dass ich zunächst nur die englische Fassung vorliegen hatte. Currently, we do not anticipate receiving the license for the first product on the market, which incorporates Sony's new security electronics within the next 2 weeks. So, und das ist doch gerade auch auf Englisch ein relativ verschwurbelter, komplizierter Satz. Das ist aber wahrscheinlich kein Marketing-Sprech, wie ich in meiner Enttäuschung zunächst vermutet hatte, sondern ein dezenter Hinweis darauf, dass die DD Plus nun einmal das erste Produkt ist, welches für die neue Sicherheitselektronik von Sony lizenziert werden soll. Das bringt wohl neue und unerwartete Probleme mit sich. Man verweist also abermals darauf, dass eben diese Probleme hier auf Sonys Seite zu liegen scheinen. Mittlerweile glaube ich das auch. Es ist nun aber halt leider ein äußerst unglücklicher Umstand, dass sich jetzt zu all den Problemen, die man bereits auf Seiten Fanatecs hat, ausgerechnet noch Probleme von Seiten Sonys gesellen. Warum man bei Fanatec meinte, man könne die DD Plus bereits ab Ende Oktober in den Vorverkauf geben, mit einem Release-Datum im Dezember, das ja dann auch nochmal verschoben worden ist. Darüber können wir nur mutmaßen. Scheinbar wird eine Zusage von Seiten Sonys für die Lizenzierung der DD Plus in irgendeiner Form bereits vorgelegen haben. Dass man nun aber die DD Plus weiterhin verkauft, ohne zu wissen, wann man sie letztlich wird an die Kunden ausliefern können, diesen Fehler muss man sich bei Fanatec ganz klar ankreiden lassen. Das richtige Vorgehen in dieser Situation wäre jetzt natürlich, die DD Plus im Webshop zunächst wieder einmal auf Ausverkauf zu setzen, was man ja in der Vergangenheit auch bereits zwischenzeitlich getan hatte, anstatt sie mit einem mehr oder weniger hypothetischen Release-Datum weiterhin im Shop zum Kauf anzubieten. Dass den Vorbestellern zwischenzeitig, wie gesagt, ein Verfügbarkeitsdatum mit dem 17.01.2024 angezeigt wurde, das führt ja auch zu der falschen Annahme, zu diesem Zeitpunkt sei die Lizenzierungsfrage wohl dann auch geklärt. Eine naheliegende Vermutung meiner Meinung nach. Zum nächsten Punkt. Schließen wir das jetzt mal ab hier mit Fanatec, den Vorgang mit der DD Plus, und widmen wir uns anderen Dingen. Mir wurde in den Kommentaren schon mal Clickbait vorgeworfen. Dazu kann ich nur eins sagen, nämlich dass Clickbait nur dann Sinn macht, wenn man auch davon profitiert. Wie manchen bereits aufgefallen sein wird, habe ich noch nie, und da könnt ihr gerne meinen gesamten Videobestand durchsuchen, viel Spaß dabei übrigens, da finden sich auch einige etwas peinliche Experimente aus der Vergangenheit. Also ich habe noch nie explizit zum Abonnieren des Kanals aufgerufen oder euch gebeten, Videos zu liken. Das werde ich auch in Zukunft nicht tun. Zudem ist der Kanal auch gar nicht, zumindest noch nicht, amortisiert. Ich erhalte also überhaupt kein Geld aufgrund hoher Klickraten. Und ob ich ihn jemals amortisiere, das möchte ich mir hier offen halten. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal eine Umfrage dazu machen, denn die Zuschauer des Kanals betrifft sowas ja auch. Da wird man ja mit etwas mehr Werbung dann beballert und da möchte ich jetzt auch nicht einfach über alle Köpfe der Zuschauer hinweg so Entscheidungen fällen und sagen, ja, amortisiere ich jetzt einfach mal, viel Spaß beim Werbung gucken und wegklicken. Aber ja, mal sehen, was da in Zukunft passiert oder nicht passiert. Darüber kann ich jetzt natürlich nichts sagen und da werde ich mich auch nicht festlegen. Fakt ist, momentan ist der Kanal nicht amortisiert. Warum sollte ich hier also wahnsinniges Clickbaiting betreiben? Wäre ja irgendwie Quatsch, ne? In einigen der Kommentare unter meinen Videos kommt auch immer mal wieder der Vorwurf, ich sei das Fähnchen im Wind. Sprich, ich würde mich mal so zu Fanatec äußern. Diesen Kommentatoren möchte ich eines ganz klar und unmissverständlich sagen. Ja genau, ich bin das Fähnchen im Wind.
und ich werde mich hier auch zukünftig nicht auf die eine unumstößliche Haltung zu Fanatec festlegen. Das wäre ja auch totaler Quatsch. Ich werde auch in Zukunft die Dinge, die schieflaufen, ansprechen und kritisieren. Und ich werde auf der anderen Seite die Dinge, die gut laufen und die mir gefallen, ebenfalls hervorheben. Diejenigen, die diesen Kanal schon länger verfolgen, die wissen natürlich, dass ich grundsätzlich Fanatec gegenüber sehr positiv eingestellt bin. Mir gefallen die meisten ihrer Produkte richtig gut. Da ist für jeden Geldbeutel das Richtige dabei und die Kompatibilität, die sucht auf dem Simracing-Markt ihresgleichen. Und wenn ich mein Verhältnis zu Fanatec jetzt mal mit einer Beziehung vergleiche, dann würde das in etwa so ausschauen. Ich habe da diese Freundin und es läuft im Grunde richtig gut. Wir lachen zusammen, ärgern uns gemeinsam, wir feiern Erfolge und verarbeiten Niederlagen gemeinsam. Körperlich läuft's auch richtig gut. Ich bekomme richtig gutes Force-Feedback. Nur, wenn wir gemeinsam essen gehen, da zahle irgendwie immer ich die Rechnung. Und ich erledige auch sämtliche Einkäufe und die Miete für die gemeinsame Wohnung, die zahle ich auch alleine. Und wenn ich dann mal Probleme oder Sorgen habe, dann ist sie irgendwie ganz seltsam wortkarg. Da binscht sie dann lieber alte Sex and the City-Folgen und hört mir überhaupt nicht zu. Außerdem ist sie fies zu meinen Freunden. Gehe ich deshalb bei der nächstbesten Gelegenheit fremd oder beende ich direkt die Beziehung? Nee, da schaut man dann erstmal, ob man nicht an den Problemen arbeiten kann. Aber ewig sollte man das natürlich auch nicht mitmachen, wenn es da keine Fortschritte gibt. Und jetzt, nachdem ich diese Allegorie entworfen und ausgeschmückt habe, sage ich auch gleich mal, warum dieser Vergleich mit einer Beziehung natürlich kompletter Schwachsinn ist. Ihr könnt mit einem Unternehmen nicht befreundet sein. Ob es nun Fanatec, Mosa, Asetec, Simagic, Simucube, Thrustmaster, Logitech oder irgendein anderer Simracing-Hersteller ist, alle wollen sie nur euer Geld. Und ihr werdet niemals einen Bonus für eure besonders ausgeprägte Loyalität erhalten. Das ist auch vollkommen in Ordnung so und liegt in der Natur der Sache, solange ihr für euer Geld einen für euch angemessenen Gegenwert erhaltet. Der eine findet diesen Gegenwert in den Produkten von Mosa, der andere in denen von Asetec, wieder ein anderer in denen von Fanatec, also wenn die Produkte da mal eingetroffen sind. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Es gibt aber eben auch Menschen, die ihr Verhältnis zu verschiedenen Simracing-Herstellern wie eine zwischenmenschliche Beziehung zu definieren scheinen. Da wird dann jahrelang auf einen Hersteller geflucht, als sei es eine verflossene Liebe, die einem besonders schwere emotionale Verletzungen zugefügt hat. Oder man verhält sich wie ein frisch verliebter Teenager und lobt alles blind in den Himmel, was ein anderer Hersteller tut. Gesund ist das meiner Meinung nach auch nicht. Nicht im zwischenmenschlichen Bereich und schon gar nicht, wenn es um Marken geht. Ich sag es hier mal ganz klar, meine Liebe gilt dem Simracing, keinem einzelnen Equipment-Hersteller. Das ist der Grund, warum meine Videos manchmal auch etwas emotional ausfallen mögen. Das wird unter Garantie auch in Zukunft so bleiben. Ich mag mich hier nicht komplett auf den kühlen, zurückgenommenen Standpunkt des sogenannten Experten zurückziehen. Zum einen sehe ich mich persönlich nicht als Experte. Ich mache meine Videos, um mit euch in den Austausch zu kommen und nicht um andere zu belehren. Aber das ist ja auch gar nicht der Punkt. Zum anderen sind die Emotionen für mich das Entscheidende in meinem Hobby, wie auch im Leben ganz allgemein. Wenn mal die Emotionen raus sind, dann kann ich es auch gleich ganz sein lassen. Das wollte ich hier nur einmal mit meinem kleinen Schülerreferat loswerden und wer das hier jetzt völlig überflüssig fand, dem kann ich nur eines sagen. Ich habe euch eingangs des Videos gewarnt. Und damit entlasse ich euch wie immer in die Nacht. Macht es gut, bis bald und tschüss.